Richtig, Sie machen es richtig, dass Sie sich, bevor Sie in den USA ein Unternehmen gründen bzw. eine Gründung in Auftrag geben, sich per Video hier informieren, welche Kosten kommen anschließend noch auf mich zu, was sind die Folgekosten einer Unternehmensgründung in den USA. Einfach ist es, diese Kosten zu überschlagen, wenn man sich anschaut, welche Verpflichtungen hat denn eine US-LLC oder eine US-Corporation überhaupt. Also was muss ich quasi tun, damit die Firma erhalten bleibt, damit die Firma in der Norm bleibt. Es sind nur zwei wesentliche Punkte. Die beiden Punkte sind auch nochmal ausführlicher dargestellt hier im Begleitartikel. Auf den kommen Sie, wenn Sie unter dem Video ins Infofeld gehen und dort einfach den Link klicken, der als erstes dort eingeblendet ist. Und der erste Punkt von den beiden Verpflichtungen ist, Sie brauchen vor Ort einen Ansprechpartner. Das ist üblicherweise der Register Agent Service, der Ansprechpartner ist zum Bundesstaat, wo Sie das Unternehmen gegründet haben, der die Meldepflichten erfüllt und auch die Gebühren an den Staat abführt. Für Sie recht einfach. Sie haben einen vor Ort. Übrigens nicht nur wir Ausländer, die in Amerika ein Unternehmen gründen, sondern auch viele Amerikaner nutzen so einen Register Agent Service, um einfach gegenüber dem Staat immer schön im grünen Bereich zu bleiben. Kann man kalkulieren, je nach Agentur und Service natürlich, zwischen 400 und 650 Dollar pro Jahr. Dann ist dieser Punkt schon mal erledigt. Der zweite Punkt ist eine Steuererklärung, eine Jahressteuererklärung. Klar, muss ein Unternehmen natürlich machen, das unterliegt steuerlichen Verpflichtungen. Das macht üblicherweise dann auch ein zertifizierter Steuerberater, CPA. Das kommt jetzt auf den Umfang drauf an, was Ihr Unternehmen macht. Ich sage es mal so, es geht ab 450 Dollar los. Solche Rechnungen haben wir schon öfter gesehen von Leuten, die einfach nur einen Firmenmantel haben, um da auch vielleicht ein Grundstück zu halten oder ein Aktiendepot, wo nicht viel hinzukommt. Wir haben aber auch ja einige Tax Lead Investoren, die etwas umfangreicher unterwegs sind, die dann auch mal Buchungssätze, vielleicht ja, 40, 50 bis zu 100 Stück haben, wo auch die Rechnung auch noch unter 1.000 Dollar geblieben sind. Hier kommt es aber auch darauf wieder an, welchen CPA wählen Sie, welchen Steuerberater. Sie können natürlich gerne auch auf unsere Empfehlungsliste schauen. Also, in dem Sinne noch mal ein kleines Zwischenfazit. Ja. Was Folgekosten? Zwei Punkte sind zu bedenken. Einmal das Register Agent Service und dann die Steuererklärung, damit auch alles sauber bleibt. Wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, es gibt ja welche, die tatsächlich erstmal nur diese Rechtsform gründen, sind Sie unter 900 Dollar pro Jahr und dann je nachdem, wie sich natürlich Geschäft entwickelt, etwas mehr. Die Kosten fürs Register Office sind dieselben. Es ist der Steuerberater, wenn Sie jetzt natürlich kommen mit 1000 Buchungen, ja, wird sozusagen individuell dann eine Schippe draufgelegt.